Man hat mich zu sehr darauf reduziert, weißt du, auf diese Aktion, genau wie mit Papai das Interview. Man hat mich zu sehr darauf reduziert und das schwächt dann und wertet dann eigentlich meine Leistungen und all das, was ich sonst mache, schwächt das dann dadurch ein bisschen ab. So. Und das nervt mich natürlich. Für mich persönlich ist es auch überhaupt nicht irgendwie, das hat auch überhaupt keine Altersbegrenzung, weißt du, sowas wie Hurensohn. Weißt du, wenn ich Auto fahre oder viele Autofahrer sind einfach auch aggressiv, wenn dann jemand links rausfährt, was schreit er? Heutzutage schreist du doch nicht mehr, du Vollidiot, sondern du schreist, du verfickter Hurensohn, Alter, weißt du? Und ganz normal. Ich habe mich dann auch gefragt, so nach dem Durchhören meines Albums, so, hätten noch ein, zwei mehr Hurensöhne fallen können. Herzlich willkommen, mein Name ist Falk Schacht. Wir machen ein Rapid-Interview mit Ferris MC. Hallo. Ja, moin moin. Schön, dich mal wiederzusehen. Ja, freut mich auch. Keine Ahnung, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Auf der Straße vor 5 Jahren oder so? Nein, nein, bei einem Interview in einem Club, da ging es dir zu der Zeit nicht ganz so gut. Im Interview in einem Club? Ja, es war, ich glaube, es war in Verbindung mit meinen Elektro-Geschichten damals noch. Ah, im Balsaal, kann das sein? Ja, ich glaube, es war sogar im Balsaal, bevor es umgebaut wurde. Okay. Es ist lange her. Ich weiß nicht, 2008 oder so. Ich weiß nicht, ob wir uns zwischendurch mal so... Doch, auf der Straße. ...gesagt haben. Zwischendurch auf der Straße haben wir uns einmal getroffen. Aber interviewmäßig war das letzte Mal. Okay, verstehe. Ich wollte mit dir nochmal über eine andere... auch sehr alte Story reden, die aber total unbekannt ist. Okay. Und ich habe sie nur deshalb mitgekriegt, weil es muss so 98 oder 99 gewesen sein. Da haben wir mal so 2-3 Tage miteinander verbracht, weil ich da, das klingt besser als es war, weil ich ein Stück Musik für dich damals produziert habe. Und was? Nee, ich habe ein Beat für dich gemacht. Ach Gott. Und dann habe ich bei Tobi und dir im alten Yo Mama Haus 2-3 Tage da geschlafen. In der Studiowohnung von Tobi. Genau. Mit der Toilette, die keinen, der Waschkasten, der Wasserkasten hatte keinen Abdeck und so weiter und so fort. Mit toten Mäusen und so weiter und so fort. Und sehr Messi-mäßig. Es war sehr Messi-mäßig. Ja. Und ich würde gerne, vielleicht kannst du dich an die Story auch gar nicht mehr erinnern, aber ich habe daneben gesessen, während ihr mit einer Plattenfirma telefoniert habt, die von dir und Tobi wollte, dass ihr einen Eminem-Remix macht und zwar von My Name Is. Erinnerst du dich? Nee. Und ihr habt gesagt, boah, geile Idee, wir machen das, aber wir machen das folgendermaßen. Ich schreibe, also wir rappen auf den Original-Beat, aber ich schreibe den Text auf Deutsch um. Ja. Und dafür wollen wir, ich glaube, ihr wolltet 10.000 oder 15.000 Mark. Und gescheitert ist es am Geld, aber du hattest schon die ersten 4 Zeilen von diesem deutschen, von der deutschen Version von My Name Is, My Name Is. Ja. Kannst du dich da... Kennst du die? Du hast auf jeden Fall... Du kommst jetzt mit den 4 Zeilen drüber. Ich kann jetzt ganz vage dran erinnern an die Situation, so, wo du es erzählst. Aber jetzt würde mich natürlich interessieren... Du weißt die Zeilen nicht mehr, das hätte ich nämlich... Nee, weil ich wusste ja sogar, ich konnte mich ja noch nicht mal an die Situation gerade erinnern. Also du hattest, es gibt ja da diese Zeile mit dem Nine Inch Nails, so dieses, dass du dir das Sticking Through the Eye Lens und ich glaube, du hattest dann irgendwie auf Deutsch durch die Eier schieben und irgendwie sowas, die meine ich mich dunkel zu erinnern. Aber du hast die Zeilen leider nicht mehr drauf. Nein, überhaupt nicht. Bereust du das ein bisschen? Hättest du es gerne jetzt so 20 Jahre später, hättest du es gerne gemacht? Es wäre bestimmt ein amüsanter... Klassiker. Naja, im Nachhinein, wenn man jetzt mal so sieht, was aus ihm geworden ist, so, war das vielleicht gar nicht so schlau, das abzusagen. Oder aufgrund des Geldes irgendwie so eine hohe Summe, naja, so hoch war die Summe ja gar nicht, 10.000, 15.000 D-Mark. What the fuck, so. Egal, aber... Aber das war ja genau der Knackpunkt, das war nicht hoch genug. Ja, vielleicht zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht, so, aber wir waren natürlich auch leicht verpeilte Dudes, so. Und wir dachten so, hier, uns gehört die Welt und egal, was wir aufrufen, das kriegen wir schon. Und aber ich finde noch, mir fällt dazu eine andere Story noch ein, dass ich halt Eminem mal kennengelernt habe, auch glaube ich 99. Und da sind wir zusammen in München in der Muffathalle aufgetreten. Und? Wie war das? Damals war er ja noch... Ja, er war genauso drauf wie ich in dem Moment. So, wir haben uns beide so leicht verpeilt die Hand gegeben, so. Aber habt ihr zusammen einen geraucht oder so noch? Nee, so weit ist es nicht gekommen. Der war ja auch mit seinen ganzen Leuten da unterwegs. Und es war, glaube ich, auch kurz vor seinem Auftritt. Also kurz nach meinem. Mhm. Und ich glaube, er war auch so ein bisschen nervös zu der Zeit noch. Verstehe.
Ein weiterer Punkt, der mir bei dir aufgefallen ist, vor Auftritten warst du damals auch sehr nervös. Wir haben uns irgendwann mal ein Jahr später oder so wieder getroffen und du warst, ich kann es als highly aggressive und ignorant bezeichnen. Und ich habe echt so gedacht, Alter, was ist denn das für ein Penner, Alter? Wir behandeln mich hier gerade wie so ein Stück Scheiße. Also gar nicht. Hab ich? Ja. Aber das ist. Ja, also du hast einfach gesessen, du hast schon Hallo gesagt, aber das war's auch. Und ich habe dann. Mehr. Weißt du, manche Leute sagen nicht mal Hallo. Genau, also dafür hat es noch gereicht. Ich meine, im Nachhinein, klar, habe ich es auch verstanden. So, ne? Der ist. Also ich wusste dann, dass du sehr nervös offensichtlich bist vor Auftritten und habe das dann verbucht unter. Unter nervös. Unter nervös und aber. Also, du wolltest doch bestimmt da ein bisschen ins Detail gehen jetzt. So, mehr Details gibt es nicht. Mehr Details gibt es nicht. Du warst einfach sau unfreundlich, hab dich dann auch ignoriert und fuck it, dann war ja auch okay. Du warst dann persönlich verletzt, ne? Ja, ich habe so ein bisschen geheult und dann war aber wieder okay. Also, ja, ich habe wahrscheinlich in der Zeit, wo du geheult hast, habe ich gerade gekotzt. Das kann sein. Also, real talk. Ja, ich weiß, du hast ja auch, also ist die Nervosität damals, ist sie heute übrigens immer noch so groß? Verschieden. Also bei Deichkind-Konzerten komischerweise nicht. Vielleicht deswegen, weil wir in einer Gruppe sind und deswegen teilt man sich die Nervosität so ein bisschen auf oder so. Ist das ein Verantwortungsding? Ich glaube, das ist so ein Ding, dass es auf den eigenen Schultern dann lastet in dem Moment. Wenn man dann als Solo-Artist vorne steht, so, dann brennt es schon ein bisschen mehr unter den Nägeln. Deine Mutter hat sich früher mal gefragt, was aus dir werden soll und du hast ihr geantwortet, Porn oder Rapstar. Wie ist das Verhältnis heute und wie sieht sie deine Laufbahn? Also, weil du hast ja wahrgemacht, was du gesagt hast, wenn, ja, Porno, weiß nicht, gibt es ein Sextape von dir? Ist gerade groß in unter Rappern. Nein. Okay. Ich glaube nicht, nein. Okay, aber wie hat die Mama reagiert? Auf die Zeile oder auf meine Karriere? Nee, generell auf deine Karriere. Also gibt es da... Ja, das ist sowieso das Krasseste. Früher war das so, wie noch nicht so lief. War sie natürlich typisch Mutter, so von wegen, du musst was Vernünftiges lernen und das wird nichts. Brotlose Kunst. Genau, du brauchst was Sicheres und der ganze Kladderadatsch. Und als es dann lief, wurde sie der größte Fan. True Story. Also euer Verhältnis ist, du bist ja mit 16 ausgezogen, euer Verhältnis ist insoweit, ihr seid cool miteinander. Ja, guck mal, jetzt bin ich auch 43, so irgendwann hat man sich mal ausgesprochen. Glaubst du, sie versteht dich besser heute oder du sie? Ich glaube, wir verstehen uns beide gleichermaßen besser als vorher. Weil offensichtlich muss es ja irgendwelche Schwierigkeiten gegeben haben, dass du mit 16 ausgezogen bist, aber... Ja klar, aber meine Mutter war ja auch jung so, und für sie war das jetzt ja auch nicht ganz einfach alles so. Und das musste ich natürlich erst später realisieren. So. Das konnte ich zu der Zeit auch noch nicht realisieren, weil ich ja noch wahrscheinlich mitten in der Pubertät steckte. Aber hallo. Du hast irgendwann auch mal gesagt, bevor du oder... als du mit den Drogen aufgehört hast, hast du gesagt, meine Zähne sind kaputt, meine Lunge im Arsch und wie viele Gehirnzellen ich verloren habe, will ich gar nicht wissen. Wie ist da, du kiffst jetzt seit über 10 Jahren nicht mehr, wie ist da der jetzige Stand? Ich habe das Gefühl, das regeneriert sich so langsam. Also du glaubst, du hast noch Nachwirkungen? Also ich glaube zum Beispiel beim Kippenrauchen ist nach 7 Jahren soll das weg sein aus der Lunge. Ja, ich weiß, was du meinst. Manchmal habe ich so... Naja, wenn ich mich vernünftig artikulieren will, dann hapert es manchmal. Ne? Dann kommt noch der alte Ferris so manchmal hoch. Und ich versuche immer mit Bedacht meine Worte zu wählen, damit ich halt nicht so rede, wie ich früher geredet habe. Ansonsten so, ich weiß nicht, ob das dem Alter geschuldet ist, so manchmal stellt sich so ein bisschen Vergesslichkeit ein bei mir. Altersdemenz. Ich hoffe nicht, weil es nicht unbedingt in meiner Familie verbreitet. Deswegen... Ja, bei mir sind es eher so die Nerven- und Herz-Kreislauf-System. Verstehe. Ich habe mir dein aktuelles Album angehört und da kann man ja sagen, das ist ein lupenreines Battle-Rap-Album. Genau. Stimmst du dem zu? Das habe ich ja auch gesagt vorher, dass ich das machen werde. Aber es gibt natürlich Ausnahmen. Ich meine, Asiland ist jetzt nicht unbedingt der Song. Asiland ist nicht unbedingt so Battle-lastig und Welcome to the Jungle überhaupt nicht. Und der Song Weißes Gold auch überhaupt nicht. Also es gibt auch
drei, vier Songs, die nicht so battle-lastig sind. Die restlichen Songs sind aus meiner Sicht schon sehr berufsjugendlich, aber mit Absicht halt, auch gewollt. Das war ja das, wonach gerufen wurde, und ich habe mich dem gebeugt und hatte auch tierischen Spaß dabei, das Album so zu schreiben. Das finde ich einen interessanten Aspekt, weil es tatsächlich, wenn man sich die Interviews zu deinem Album davor durchliest, du dich ja schon sehr davon distanziert hattest und gesagt hast, ich weiß so, ich bin das nicht mehr, ich bin jetzt so alt, ich nehme keine Drogen mehr, ich kann das so nicht propagieren. Du meinst so Glück ohne Scherben zeigt. Genau. Ja, genau. Und dann kam der Wandel. Ich meine, was ist passiert? Als Künstler ist man ja auch so ein bisschen schizophren unterwegs. So, ne? Also damit bin ich auch Reklame gelaufen, dass ich behaupte, dass ich mehrere Persönlichkeiten in mir habe. Und auf Asinant ist halt die eine Persönlichkeit wieder aus mir herausgebrochen. Was glaubst du, also woran würdest du festmachen, dass es passiert ist? Weil das wird ja vielen Rappern deiner Generation, sagt man ja, also Savage muss ich das anhören, Sammy muss ich das anhören. Ey, mach doch mal wie früher, mach doch mal wieder ein Vierspur-Album, so mäßig. Aber die tun es nie. Und ich glaube, das hat einerseits künstlerisch damit zu tun, bin there, done that. Und andererseits, also ich weiß zum Beispiel bei Savage, dass der Gedanke, so ein Keller-Battle-Rap-Album mal wieder zu machen, da war. Aber das Problem, die Frage war, ob das wirklich nachvollzogen wird. Also ob man das kapiert oder ob man das dann so misst. Also im Grunde das, was Sido jetzt gemacht hat. Der hat gesagt, genau, der hat gesagt, ich mache jetzt ein reines Rap-Album, scheiß auf die Verkäufe, ich mache das einfach. Und ich glaube, Savage wollte auf die Verkäufe oder den Schock so nicht eingehen. Wieso kannst du das? Einmal habe ich den Ausgleich mit Deichkind und Schauspielerei und auf vielen anderen intelligenten Ebenen. Und ich bin nicht finanziell abhängig davon. Also ich bin auch nicht finanziell abhängig von einem Erfolg von Asiland jetzt sozusagen. Deswegen habe ich gesagt, ich mache das aus Leidenschaft und Liebe, weil ich Bock darauf hatte. Weil vor allen Dingen, irgendwann ist es wirklich zu spät. So, jetzt habe ich das Gefühl, ich kann es nochmal machen. Und auch mit Ansage. Ich glaube, wenn ich noch ein paar Jahre gewartet hätte, dann wäre das vielleicht noch mehr nach hinten losgegangen. So. Aber es gibt berühmte, kaputte Künstlerfiguren, die ihr Leben lang sozusagen das durchgezogen haben. Nur die haben auch dann tatsächlich im Alltag auch immer noch Drogen konsumiert und alles. Du bist ja sozusagen clean. Hast du dich, du hast dich in dein altes Ich in eine Rolle sozusagen zurückbegeben? Ja, wie ein Schauspieler. Ich bin ja auch Schauspieler. Okay. Ja, und ich kann mich ja natürlich ganz gut oder meistens daran erinnern, wie ich mal war. Mhm. Und ich habe mir einfach die alte Haut mal wieder übergestreift. So das, was ich gesagt habe bei Fensterlose Zeit, dass ich sie abgestreift habe, habe ich gesagt, okay, für dieses Album streife ich die über und dann aber auch mit allen Konsequenzen und auch kompromisslos. Dass ich halt nicht daherkomme und sage, okay, hier ist mein Album, ich habe hier noch was Sozialkritisches, ich habe hier noch einen deepen Track, und hier nochmal einen Liebessong und das fürs Radio und das ist für iTunes exklusiv und so weiter. Sondern nein, ich habe gesagt, okay, ich liefere einmal das Album komprimiert ab, wo im Endeffekt der rote Faden darin besteht, dass es fast nur, Fäkalsprache beinhaltet. Das ist mir auch aufgefallen. Du hast gesagt, früher hatte ich das Herz auf der Zunge, ich habe viel ausgesprochen, ohne darüber nachzudenken. Vor allem habe ich sehr viel aus dem Bauch heraus gehandelt, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Herz auf der Zunge, darüber sehr viel nachgedacht, trotzdem aus dem Bauch heraus. Und damit müssen die Leute jetzt umgehen. Also du hast auch gesagt, du bist mittlerweile 41, als du das Statement gemacht hast. Man kann nicht von mir warten, dass ich den Assi raushängen lasse, wie mit 20, 25. Also ja. Du hast es aber dann von dir selber erwartet. Nee, es ist ja ein Unterschied, wie ich mich verhalte und was für Musik ich mache. Mhm. Wenn ich aggressive Musik machen kann, mache ich aggressive Musik. Das heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass ich menschlich genauso drauf sein muss oder privat. Das ist ein interessanter Aspekt, weil du nämlich auch gesagt hast, dass du privat eigentlich eher introvertiert bist. Mittlerweile ja. Also deswegen fällt mir manchmal auch Interviews so schwer, so, weil ich mich, also ich habe nicht so einen
großes Vermittlungsbedürfnis. Ich habe auch nicht so ein großes, ich bin auch nicht so ein Typ, der, wenn ich eine Meinung habe, dass ich die unbedingt überall kundtun muss. So. Ich behalte meine Meinung sehr gerne immer für mich und ich möchte eher, dass die Leute das zu schätzen wissen, was ich ihnen an Output liefere, musikalisch oder filmisch oder egal in welchem kreativen Bereich. Und ich möchte nicht unbedingt, dass die Leute mich nur feiern, weil ich irgendwie geile Interviews abliefere oder so. Weißt du? Das ist so ein Schwachpunkt von mir. Meine Stärken liegen woanders. Wobei ich ja glaube, dass das trotzdem eine Stärke sein kann, weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die das auch nachvollziehen können, wenn jemand keinen Bock auf Interviews hat. Also deine legendären Ausreißer sind ja nicht umsonst legendär, sondern gerade weil sie aufgrund dieser Kontrahaltung, dieser Scheißegal-Haltung etwas Besonderes sind. Weil das, was du gesagt hast, du hast nie irgendwie zurückgehalten, also aus professionellen Gründen hätte bei Viva irgendwie, hätten die gesagt, ja, okay, der Soundmann, das tut mir jetzt leid. Nee, du bist einfach durchgedreht und hast gesagt, wie du es findest, nämlich scheiße, fertig. Genau. Und dafür wirst du aber gefeiert, glaube ich schon, auf jeden Fall. Ja, es ist, kann sein. Es gab auch eine große Hate-Welle zu der Zeit, ne? Oder von wegen, sag mal, wie. Du meinst damals, also bei Viva warst oder als dann Kalkofe kam? Das war schon. Man hat mich zu sehr darauf reduziert, weißt du, auf diese Aktion, genau wie mit Papai das Interview. Man hat mich zu sehr darauf reduziert und das schwächt dann und wertet dann eigentlich meine Leistungen und all das, was ich sonst mache, schwächt das dann dadurch ein bisschen ab. So. Und das nervt mich natürlich. War das damals eigentlich mit einer der Gründe, warum du gesagt hast, okay, bis hierhin, es reicht mir jetzt, ich höre jetzt einfach auf, weil... Also ganz ehrlich, es gibt nicht viele Rapper, die diesen Eier-Move in Deutschland so gebracht haben und dann auch wirklich sich mal 10 Jahre dran gehalten haben und nicht nur ein Jahr und dann mit einem Comeback-Album kommen. Ja, sogar fast 11 Jahre. Ja. Ja, ich hatte keinen Bock mehr. Also das war mit einer... Allgemein keinen Bock. Das war jetzt nicht das Schlüsselerlebnis, dass ich dazu keinen Bock mehr hatte. Nee, aber diese eine Entwicklung einfach. Die Atmosphäre im Deutschrap damals war ja auch eine völlig... Ne? Also Agro Berlin war am Aufsteigen und es kam plötzlich... Die waren ja schon ja oben, 2004. Das war, glaube ich, das Jahr, wo Sido genau eingeschlagen ist mit seinem ersten Album mit Maske und so weiter und so fort. Und dann, die Szene hat sich einfach gedreht. So. Und ist das mit ein Grund gewesen? Oder weil ich höre aus deinen Texten auch immer so die Realkeeper-Fraktion, die halt immer verlangt hat, dass alles dogmatisch richtig Hip-Hop zu sein hat, die hat dich eigentlich nämlich auch genervt. Ja, auf jeden Fall. Aber das war ja auch eine andere Realkeeper-Fraktion, als sie vielleicht heutzutage da sind. Die Real Keeper Fraktion früher, die nannten wir ja auch gerne mal die Hip-Hop-Polizei. So. Und die haben halt natürlich auch tierisch genervt. So. Na, ich hatte einfach auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt keinen Bock mehr, in diesem Pool mitzuschwimmen. So. Ich hatte das Gefühl zu dem Zeitpunkt, ich habe alles abgeliefert, was geht. So. Deswegen, früher waren ja meine Alben sehr viel, sagen wir mal, weil ich auch gesagt habe, dass ich als Person schon allein Sozialkritik bin, habe ich sehr viel sozialkritische Musik auch gemacht, so im Nachhinein, wenn ich mal so reflektiere. Und auf dem neuen Album, sage ich mal, ist eher 90% reines Entertainment und Battle Rap und ich bin nochmal der ich war, aber halt mit klarem Verstand und nur 10% Sozialkritik, weil ich ja ein ganz anderes Leben führe. Weißt du, ich führe ja auch nicht mehr das Leben zwischen den Welten wie damals, so, weißt du? Ich finde aber zum Beispiel, dass auf dem neuen Album, also das ist nicht der Ferris von früher. Das ist nochmal die Stimme. Ja, ja. Das ist auch die Power. Die Power ist auch da, aber die Fäkalsprache und die Intensität, die da an Disses rausgeballert werden, ja, das ist schon nochmal eine andere Qualität. Da habe ich mich wirklich gefragt, er wirkt richtig krass angepisst und angekotzt. Ja, wenn man das mit einem Kraftausdruck unterstreichen kann, dann ja. Wie würdest du es schöner formulieren? Nee, geht es ja nicht. Deswegen, erregt. Deswegen, weißt du, ich habe mich dann auch gefragt, so nach dem Durchhören meines Albums, so, hätten noch ein, zwei mehr Hurensöhne fallen können? Wirklich? Ich hab gedacht, die ganze Zeit geht die ganze Hurensohn-Generation, also auf jedem zweiten Track kam der Satz mit der, und da habe ich mich gefragt, okay, wir befinden uns eindeutig hier in einem Generationenkonflikt. Wie siehst du das? Wie fühlst du das? Das ist mir scheißegal.
Aber du bist ja sozusagen dem ja ausgesetzt. Also, dass es dir privat scheißegal ist und vielleicht jetzt keinen Einfluss auf dein Privatleben hat, klar. Aber es wird, guck mal, ich trage es jetzt an dich heran, Ja. junge Leute tragen es an dich heran. Was tragen die an mich heran? Dein Alter zum Beispiel. Naja, aber damit komme ich ja auch um die Ecke und sage so, ah, okay, ich fühle mich zwar Junger nicht so, aber ich Hüpfer. bin einer der Rap-Urgroßväter. Fuck. Wir werden alle nicht jünger. Was soll ich denn machen so, Ja, weißt du? das ist ja das Paradoxe an diesen Punchlines. Die sind ja zeitlich sehr begrenzt. Man muss ja nur 20 Jahre warten, dann haben sie ihre eigene Punchline verloren. So. Genau, aber ich finde einfach die Punchlines, wenn man sich mal ein bisschen mehr mit dem Album Asiland beschäftigt und nicht nur die Oberfläche ankratzt und immer nur Hurensohn hört, dann sind da Punchlines, die auch zeitlos sein können. Deswegen habe ich mich ja auch dazu entschlossen, keine Namen zu nennen und einzubauen, weil das wäre eine zeitliche Begrenzung im Endeffekt in dem Moment. Weil das ja nur auf diese Person dann zutreffend ist und wer weiß, wie lange diese Person noch da ist. Okay, das ist zum Beispiel eine Nachdenkensache, weil du sozusagen absichtlich darauf achtest, dass deine Musik nicht so schnell altert, Genau, textlich. das hat, und das ist der, und da sind die Parallelen auch zu einem Also früheren zum Paris. Beispiel benutzt du keine Markennamen, weil ein iPhone, hier, Roger hat, glaube ich, einen Track gemacht, iPhone 4 Punks, ist eindeutig veraltet, weil iPhone, wo sind wir jetzt? 7, 8? 7, glaube ich, ne? Ist ein Problem, wenn man sowas Gut, ich macht. habe eine Zeile mit, ich trage wieder die Air Max mit Fake-Rapper-Haut. Okay, aber Air Max ist auch seit 20 Jahren mehr oder Ja, ich weniger. bin oldschool wie meine Panzerfaust. Also klar, ich schmeiße jetzt nicht mit Louis Vuitton oder mit irgendwelchen anderen Markennamen rum, obwohl die wahrscheinlich auch noch ewig bestehen werden. Gucci Ich meinte Crew. aber speziell Rappernamen natürlich so, weißt du? Du Weil hast aber das zum Beispiel Business ist Hinweise. schnelllebig und die kommen und gehen wie A&Rs bei Major Labels. Aber du hast durchaus, also ich empfinde das als Hinweis. Du hast zum Beispiel von Fitness-Junkies gerappt und es fällt auch einmal eine Zeile, wo du sagst, du Nase. Das habe Ihr ich. Nasen. Ihr Nasen, ja, Ja. aber der ist frei, aber Fitness-Junkies. Ja, jeder, der auf den Stepper geht, so weißt du, die ganzen Fitnessvideos, Digga, von XYZ, das ist doch, was willst du mir denn sagen? Ich frage mich, ob das eine Anspielung auf Farid ist. Nee, das wäre mir zu. Deswegen Fitness-Junkies und nicht Fitness-Junkie. Und jedes rote Teppich-Promi-Luder macht ein Fitnessvideo. Okay. Alles klar? Okay. Fitness, in dem Moment. Ich sage nicht unbedingt Bodybuilder. Das sind nochmal zwei unterschiedliche Dinge, so würde ich sagen. Okay, verstehe. Ja, und ich finde, die Reimen, nicht nur Fitness-Junkies kriegen ihr Fett weg. Top. Was wollt ihr eigentlich? Nein, es ist alles durchdacht. Es ist kein platter Schmuh. Genau, Da steckt was hinter. das wollen halt viele mir vielleicht jetzt so ankreiden, ne? Dass ich jetzt auf einmal wie so ein 16-Jähriger daherkomme. So. Aber wenn man mal richtig hinhört, Wie meinst du das als 16-Jähriger? naja, wie so ein mit einer derben Jugendsprache daherkomme. Aber wenn man sich die Punchlines einfach mal zur Brust nimmt, dann merkt man schon, die kann ein 16-Jähriger so gar nicht schreiben. Ja, nicht nur das, sondern also so jugendsprachlich finde ich es auch gar nicht. Du, es ist, Ach echt? ja, wieso? Ich würde es dann vielleicht von mir aus Gossensprache nennen, ja? Und das ist, glaube ich, zeitlich auch unbegrenzt ein Hurensohn. Das hat auch schon dein Großvater Ich sicherlich finde mal zu eigentlich auch, jemandem gesagt. für mich persönlich ist es auch überhaupt nicht irgendwie, das hat auch überhaupt keine Altersbegrenzung, weißt du, sowas wie Hurensohn. Weißt du, wenn ich Auto fahre oder viele Autofahrer sind einfach auch aggressiv, wenn dann jemand links rausfährt, was schreit er? Heutzutage schreist du doch nicht mehr, du Vollidiot, sondern du schreist, du verfickter Hurensohn, Alter, weißt du? Und ganz normal. So würde ich das sehen jetzt. Also wenn du jetzt angefangen hättest mit Lit und du hättest es nicht ironisch Ach so, benutzt, was für dann ein Live und ja, gib mir meinen Hack. das wäre lächerlich, glaube ich, gewesen. Ja, genau. Sehe ich auch so. Danke. Du wirst in vielen Interviews auf diese Farid, ich nenne es jetzt mal Situation, angesprochen. Wie nervig ist das? Ja, das ist genauso wie mit einem verpeilten Interview oder was weiß ich, wenn man auf etwas reduziert wird, was meiner nicht würdig ist. Das ist ein Statement.
Das kann man so stehen lassen. Nochmal auf die Rapper, die auf alten Zeiten hängen bleiben. Also Savage hat ja zum Beispiel mal einen Track gemacht, der heißt Rap-Film. Ich bin auf dem Rap-Film hängen geblieben. Und beschreibt so ein bisschen dieses Phänomen. Und es gibt sogar Forschung dazu, dass man so ab 32, dass es vollkommen normal ist, dass man dann aufhört, sich mit zeitgenössischer Musik zu beschäftigen und hängen bleibt auf dem, was man in seiner Jugend gehört hat. Und ich weiß, dass du ein sehr, sehr breites Musikspektrum abdeckst, wie, ja. Und dein Album jetzt zum Beispiel, da sind moderne Einflüsse drauf. Ja. Sind diese modernen Einflüsse da, weil zum Beispiel der Produzent dir das gegeben hat und du gesagt hast, okay, oder hörst du aktiv auch solche Bassbeats und so einen Kram? Ich höre alles querbeet, so, ne? Ich halte mich auf dem Laufenden. Ja. So. Und ich glaube jetzt, wenn Kool Savas sagt, er ist auf einem Rap-Film hängen geblieben, auf dem Rap-Film bin ich auch hängen geblieben, so ist es nicht. Aber ich rede ja, die alten Rapper bleiben auf die alte Zeit hängen, sprich, sie versuchen krampfhaft irgendwie das Gefühl von früher zu transportieren und solche Sachen, so, weißt du? Und da bin ich einfach way weiter weg, also bin ich weit weg von so. Also das heißt, du bist da auch immer noch wie früher, weil du warst zum Beispiel für mich der Erste, der mit Tobi zusammen halt so einen elektronischen Sound in den deutschen Hip-Hop mit reingebracht hat. Also zum Beispiel eine 303 zu benutzen, wäre damals niemandem eingefallen, weil alle versucht haben, New York-Rap zu machen. Ja, das war das Ding. Das war das Ding. Genau das sagst du mit New York. Weil wir hatten einfach nur ganz einfach gestrickt. Wir haben gesagt so, wir wollen schon so innovativ wie möglich sein. In dem Sinn, das Wort innovativ ist natürlich nicht gefallen zu der Zeit, aber wir haben einfach aus dem Bauch heraus gesagt, so, Hauptsache, wir kopieren nicht die Amis. Und das scheint aber ja immer noch irgendwie der Fall zu sein, oder? Also ist das für dich, ist es immer noch ein Antrieb in dir? Na, ich versuche zumindest meinen eigenen Stempel draufzusetzen. So, das, also in der heutigen Zeit ist es schwierig, das Rad nochmal neu zu erfinden, so, oder, weißt du, wie ich meine? Das, deswegen bediene ich mich natürlich schon Elementen, die schon da sind, aber versuche trotz alledem irgendwie den Ferris-Stempel noch drauf zu setzen. Dass man mir nicht sagt so, oh, er klingt wie... Nee, das ist dir durchaus gelungen. Ja, ob dann, was für eine Meisterleistung. Wie geht's denn jetzt weiter? Werden wir jetzt eher wieder etwas von dem gesettelten Ferris hören, von deinem letzten Album, oder werden wir weiter mit dem Assi zu tun haben? Boah, ist halt die Frage, das möchte ich so noch gar nicht beantworten. Ja. Damit ich es dir im nächsten Interview nicht vorhalten kann. Ich bin ja auch immer für eine Überraschung gut. So. Ja. So, ich glaube, auf Asiland, also da ist so viel komprimiert drauf, so von unten bis oben, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mich dazu nochmal ringen könnte. Das weiß ich nicht, aber ich sage niemals nie. Weißt du? Ich möchte nämlich auch nicht, wenn ich das sage, möchte ich ja nicht das Album dadurch kleinreden oder so. Nö, tust du ja auch nicht. Also, ja, dass ich jetzt sage, so, oh, ich stehe nicht mehr dahinter oder so, weißt du? Nee, dafür ist das, also wenn man sich das Album wirklich anhört, wirkt es auch viel zu ehrlich und echt, weil also dieser Assi ist auf jeden Fall noch da. Der ist nicht geschauspielert, sondern, sorry, aber du bist ein Assi. Bist du einfach. Ja, was soll ich machen? Ich komme ja daher so. Genau, so wenn du nach Hause gehst, ist das was anderes, aber genau. auf dieser Platte bist du auf jeden Fall ein Asozialer. Ja, klar, das ist mein Genen. Ne, aber es kann trotzdem passieren, dass vielleicht auf einmal komme ich nächstes Jahr mit einem Schlageralbum. Mit Featuring Costa Cordalis oder so. Weißt du? Dieter Thomas Kuhn und so. Das. Und Daniel Katzenberger singt noch den Chorus oder so. Wow. Also, wenn einer es machen könnte, dann ich. Naja, dass du so auf jeden Fall eine Popader hast, hast du ja nun auch schon gezeigt, ja, bei Deichkind. Hört euch alle doch mal Luftbahn an von Deichkind, Digga. Wie cheesy kann ich sein, bitte? Also ich habe da überhaupt keine Berührungsängste. Weißt du, ich mache eigentlich immer das, wozu ich Bock habe und das, was ich will. So. Und diese Zeit mit Asinant, das war einfach notwendig für mich und es tat mir sehr gut und es hat auch viel Spaß gemacht. Und ist auch total unverkrampft entstanden. Ja, und jetzt müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. So, also das Ding ist, das Gute ist halt, ich kann auch wirklich machen, was ich will. Das ist auch der Unterschied zwischen den alten Ferris und den neuen Ferris oder den jetzigen Ferris. Der alte Ferris war auch ein bisschen abhängig davon, dass
das einen leichten Erfolg haben muss, damit ich davon leben kann. Mittlerweile ist der Punkt zum Glück so weit weg, dass ich auf bestimmte Mechanismen nicht mehr achten brauche. Kommt das jetzt gut an? Ist mir scheißegal. Wird das ins Radio, kommt da was ins Radio von mir? Egal. Zerreißen Sie mich, feiern Sie mich. What the fuck? Darüber brauche ich mir keine Gedanken mehr machen. Das ist ganz geil. Das ist super geil, diese Freiheit genießen zu dürfen. Und ja. Also die perfektionierte Kein-Fick-Gebung. Aber ja, 100%. Das ist doch ein wunderbarer Abschluss. Ich danke dir auf jeden Fall für das Interview. Ja. Das war ein Ferris MC Interview für Rapid. Mein Name ist Falk Schacht und wir sehen uns sicherlich bald wieder. Macht's gut. Ciao.